Hi, Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Und heute habe ich von der Eifeldistillate Single Malt and Peat. Also, ab Oktober 2017 gibt es endlich von der Eifeldistillate getorfte Whisky, 50% ABV. Und dort mischen sie getorfte Gerstenmalz mit 5 ppm zusammen mit einer 35 ppm Mischung. Jürgen Müller von deutsche-whiskys.de schwärmte von dieser Whisky. Ich habe mit ihm zusammen im Oktober 2017 eine Livestream gemacht und ich fragte ihn, wir haben denn 5 verschiedene Produkte von der Eifeldistillate miteinander auch probiert. Ich fragte ihn, welche war seine Lieblingswhisky und das war hier gerade eben dieses. In Wuppertal bei der ersten deutschen Whisky-Messe hat er auch eine Flasche mitgebracht aus Sneak Preview. Und dort haben alle möglichen Leute ihm das tatsächlich einfach aus der Hand gerissen. Die haben gesagt, ich kaufe dir die Flasche ab. Er sagt, nein, das ist nur für Samples, 2 cl pro Person, mehr nicht. Und das war echt schade, denn die Leute haben gesagt, das ist genial. Nun, wer mich kennt, Whisky Jason, und ich habe extra mein leuchtendes T-Shirt heute angezogen, weiß, dass ich nicht unbedingt Torf-Whiskys mache. Also keine Angst, bei meiner letzten Zigarrenmalt hier vom Eifel Whisky habe ich mein Experiment gemacht, mit meiner Nase zu halten. Das werde ich hier nicht tun. Aber das ist einfach mit, so wie ich das verstanden habe, und Jürgen auch, mit Whisky, getorftem Malz aus Bamberg, hier aus Deutschland, die 2 verschiedene Stufen hatten. Das wird dann destilliert bei der Theo Sasse Feinkornbrennerei in Nordrhein-Westfalen. Und der Besitzer von der Eifeldistillate überwacht der gesamte Prozess vom Anfang, von der Lieferung, von der Getreide, sage ich mal, zu der Maische bis hin zu der Distillieren. Und er bestimmt, welche Fässer benutzt werden dafür. Also 50 ABV, das ist immer wieder da, wo ich sage, weiß ich noch nicht. So, ich probiere erstmal meine Nase und ich weiß jetzt schon, was ich sagen werde. Torf. Torf. Eine süße Torf, also es gibt verschiedene Kategorien für den Torf bei mir. Lagerfeuertorf ist das nicht. Das ist eine Süßholztorf. Also ob man Süßholz verbrannt hätte und ein bisschen noch von dem Holz, der angekohlt war, ein bisschen da ab reibt und dann mit einem Schweizer Messer abkratzt und dann daran riecht. Da hat man immer noch diese getorfte ringsherum, aber immer noch dieses Holz ist dabei. Eine sehr interessante Mischung. Also ich kann mir echt vorstellen, warum die Leute sagen, das ist gut, wenn man halt eben Torf mag. Whisky Jason mag Torf nicht. Dennoch werde ich eine Empfehlung geben, von als ob ich Torf mögen würde, bis hin zu einer, wo ich sage, Jason sagt, Dorf ist doof. So, ich probiere mal 50%. Ja, Single Malt ist da, Gerste ist da, Holz ist da, Torf ist leicht da, nicht so schlimm. Kein Octomore. Also diesen Torf, den sie benutzt haben, ist nicht so prägnant. Oh, jetzt kommt da ein bisschen, jetzt kommt Lagerfeuer. Jetzt kommt Asche. Also, wie ich auch mein Cigar Malt Whisky Video erklärt habe, der Rauch kommt tatsächlich durch die Nase. Also, wenn ich meine Nase zuhalte, wenn ich total erkältet wäre, könnte ich rauchigen Whisky trinken ohne Ende. Aber ich bin nicht erkältet. Also, der Grund am Distillat hier ist echt gut. Der Rauch, der oben drauf kommt, findet Whisky Jason zwar nicht so toll. Ich erinnere mich ganz genau an den Umami, der von der Lost Spirits Distillery aus Kalifornien, der auch eine heavily peated war, mit irgendwie, glaube ich, so 60 bis 80 ppm.
Hier habe ich eine Mischung von 5 bis 35, also wir gehen einfach mal zu einer 50-50-Mischung. Also wir haben jetzt 20 ppm im Mund. Also ich kann echt verstehen, warum manche Leute das für richtig gut halten. Also wenn ich torfigen Whiskys trinken würde, würde ich den eindeutig eine solide, ich bin zwischen ein 2 minus und ein 2. Also Jürgen, falls du mein Video jemals schaust, Jürgen Müller von deutsche-whiskys.de, ich gebe den, wenn ich torfen mögen würde, ein glatte 2. Also der hat viel, also echt richtig gut. Also gut destilliert, gut gereift. Der Torf ist nicht so stark, also alles gut eingebunden. Nichts fällt auf, wo man sagt, Yucky, es sei denn, man ist Whisky Jason. Also ein 2. Nun, hallo, ich heiße Whisky Jason, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ich mach Torf nicht. 3 minus. Wenn man müsste, könnte man nicht trinken, wenn nichts anderes im Schrank wäre. Man würde gerne sich irgendein Dram gönnen. Bevor man gar nichts hat, würde man den nehmen? Wahrscheinlich nicht. Ich würde lieber einen Wein haben. Ich würde lieber Wasser oder Pepsi oder sonst irgendwas nehmen oder Coca-Cola oder einen O-Saft, als das trinken zu müssen. Sorry, Leute. Also, bleibt bei meinen 2. 2 minus, 2 plus. Also, schon 2, solide 2 gebe ich denen. Also, neue Erscheinung 2017 im Oktober. Also Single Malt and Peat, Jürgens Lieblingswhisky momentan von der Eifel Distillate. Also wer den noch nicht im Glas hatte und gerne, gerne, gerne denn da torfigen Whisky gerne hat, dieses Sample bleibt über. Also whiskyjason@gmail.com kannst du diese Flasche hier auch erwerben. Keine Ahnung, was sie denn kosten wird. Und auch ihr könnt natürlich bei Jürgen dort was bestellen. Da gibt es auch die Flasche. Also die Flasche kostet, wenn ich richtig informiert bin, 29,50 € hier für eine 350 ml Flasche. Natürlich kann es auch genauso sein wie vorher. Das ist eine, ein Moment mal. Ich habe meine Handy hier. Malt and Peat, 5 Jahre alt, 29,50 €. Auch so, 5 Jahre alt, sehr gut. Also, ich lese noch einmal ganz kurz vor. Da steht tatsächlich hier 30 ppm. Also, es ist keine 50-50 Mischung. Und das ist in American Oak und French Oak. Das war ein Ex-Bordeaux Barquet. 3 Jahre. Und dann kam es noch einmal in ein Palo Cortado Sherry Cask. Eine weitere 2 Jahre. Also, interessant. Also, da hat man eine 225 Liter war ein American Oak. 300 Liter war eine französische Ex-Bordeaux-Fass und dann am Ende nochmal 2 Jahre lang eine Nachreifung in ein Sherry-Fass. Also die haben sich echt hier was einfallen lassen und was Gutes gemacht. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert, wenn man hier tatsächlich torfigen Whiskys macht. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage des Tages heute ist, Rotwein, American Oak und auch denn Sherry, ist das eine gute Idee? So, ich glaube schon. Aber was sagst du? Kann man zu viele Finishings machen? Und ich schaue ganz bewusst auf meine The Journey von Glen Ells, der seine 5 oder 7 verschiedene Fässern zusammen hat und zusammengemixt hat. Kann man, die Frage des Tages ist, kann man zu viele Finishings haben? Und da ist die Frage auch, welche Whisky deiner Meinung nach wurde zu oft gefinished? Hier hat man Bourbon, Rotwein und auch denn da Sherry. Wo ist die Grenze? Okay, vielen Dank, dass du zuschaust. Bis morgen. Bitte liken, abonnieren, vielleicht irgendwas dann bei Amazon kaufen. Das wäre ganz, ganz toll. Tschüss.